Ja, bei 3,26 muss man verkaufen. Das stimmt. Also der Traktor steht da hinten. Sehr schön. Kann man schon Mähwerk machen, ha? Presse. Na, Presse, ja. Aber wollte man nicht auch das Mähwerk kaufen, das gleich zum Schwader zusammenlegt? Ja, aber dann haben wir keine Presse. Nur entweder oder in dem Durchgang. Ah, okay. Das kostet ja 75.000, oder? Ich glaube nicht einmal, dass sich das mit dem Verkäufen ausgehen wird dann. Klar, so um 78.000 ist das, glaube ich, gell? Ballpresse. Kaufen wir die gleich die, aber die, es gibt die eine, die Glas um 78.000, die kann Ballen mit 125 cm machen. Die ganz klar, wie jetzt. Genau. Und dann gibt es die um 99.000, die kann bis zu 50. Ja. Dann gibt es noch die eine um 180, also die, nicht 180, aber die 180 Ballen machen kann. Ja gut, die können wir uns aber nicht leisten. Überhaupt nicht. Also das seht ihr mit 180. Warte mal, na aber. Silageballen. Silageballen macht die nicht. Mit 180. Achso, na dann. Nur bis 150. Ja, dann ist eh logisch, dass wir die Pilika nehmen. Die macht 125er Ballen und die teure 150er. Das ist die billige nicht mehr. Ja, die mit 150 Ballen halt die billige. Ach so, doch jetzt. Naja, ist ja einfacher, oder? Weil sonst haben wir wieder mehr Ballen dann zum Wegtransportieren. Es gibt dann um 84.000 auch. Ich würde schon die größte maximale. Also, was wir an Bälle machen können. Also, an Größe vom Ball. Weil du musst rechnen, wenn wir dann zwei Felder haben. Weißt du? Dann müssen wir ganz schön viel wegtransportieren dann immer. Ja. Wenn wir uns das durch sowas einsparen könnten. Es gibt einen um 4.
Ach so. Gut, Silageballen macht. Das ist die Frage. Silageballen jetzt oder normale Ball noch? Ja, Silageballen. Wir machen ja Silage. Okay. Es gibt nämlich, da ist ein Unterschied. Defend kostet 84.500. Und die macht 150er. Macht 150er. Und die Glas macht 125er. Ja, und es gibt noch die Pötting um 99.000. Die macht Grasballen bis zu 180 oder Strohballen und aber trotzdem Silage nur 150. Eben. Das ist dann unlogisch, dass wir die kaufen. Ja. Dann nehme ich die Defend um 84, okay? Passt. Das heißt mit Ballendreher. Da muss man extra kaufen. Was soll das jetzt wieder? Wenn ich. Kennst du das, Alex? Was denn? Die Maschine kann ich konfigurieren, dass sie einen Ballendreher hat. Das ist hier wahrscheinlich ein bisschen schneller. So, ich, das kostet 2000 mehr. Oh, das ist schon wurscht, kannst du nehmen. Schauen wir mal, 140 PS. Da würde ich fast den Traktor aufpimpen, weil dann hat er 130. Ich würde mal generell, ob es überhaupt schaffen würde, weil wenn wir dann aufpimpen, dann ist wieder Geld verloren. Weißt du mal? Naja, jetzt hat er 105 PS, dann hat er 130. Nee, aber wenn das generell nicht schaffen würde, dann schafft das auch mit den 25 PS mehr nicht. Wenn du verstehst, was man. Also plötzlich, ich muss jetzt erst mit Schwader fahren, gell? Ja. Mir wirkt jetzt sich also nicht aus. Warte. Dann jetzt aber noch 27.000. Boah, das ist eine normale Ballenpresse jetzt im Angebot um 9.000. So, wir haben gesagt, Mähtechnik. Kostet 75.000, nein. Geht sich nicht aus. Nein. Naja, was verkaufen wir alles jetzt stattdessen? Das Mähwerk und den Spader dann. Den brauchen wir nicht. Dann. Spader kostet jetzt 13.000, Mähwerk 17.000, das sind 30.000. Nein, geht sich nicht aus. Geht sich noch nicht aus. Weil dann haben wir 57.000 nämlich. Ich glaube, sonst kann man eh auch nichts verkaufen. Oder zahlt sich nichts aus zu verkaufen. Erstens haben wir, glaube ich, nichts zu verkaufen. Nein. Den einen Ballenwickler haben wir ja gesagt, halten wir trotzdem. Ja, den Ballenwickler stimmt, den könnten wir auch verkaufen. Aber den brauchen wir dann auch nicht. Haben wir nicht gesagt, wir behalten einen zweiten? Ja. Ballen kommen eh schon gewickelt raus. Ich kann, dann kann eh keiner mehr helfen dann. 55. 67. Boah, dann könnte sich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, geht sich ganz knapp aus, wenn wir alles verkaufen. Das muss man jetzt ausrechnen. Ich hör mal auf. Wenn nicht, würde ich sagen, ich mähe den Rest nieder und das andere lassen will. Das bringt ja nichts, wenn wir es liegen lassen. Trotzdem, am Schwadern. Was haben wir jetzt gesagt? Ballenwickler verkaufen wir. Den verkaufen wir. Na, irgendwas fehlt mir jetzt noch. Ich meine, nur das hintere können wir kaufen. Ja, das vordere. Ja, wir bauen ja nur das hintere, das vordere haben wir ja. Ja.
Aber irgendwas habe ich jetzt vergessen. Also komme ich jetzt nur. Okay, das Mähwerk einmal, haben wir gesagt, verkaufen wir. Dann haben wir gesagt, können wir den Schwader verkaufen. Den Ballenwickler können wir verkaufen. Scheiße. Geht sich um 1500 nicht aus. Gut, wir könnten theoretisch den Ballenanhänger. Da liegt noch ein Ballen vorne. Wir könnten auch theoretisch den Ballenanhänger noch verkaufen, was man. Mhm. Das waren 3500, den könnten wir uns notfalls nachkaufen, das ist nicht so viel Verlust. Okay. Nur wie machen wir das jetzt mit dem, was ich jetzt schon gemäht habe? Badern wir das vor oder lassen wir einfach liegen? Schwadern wir das noch geschwind, oder? Ja. Na gut, aber ich verkaufe mal alles, was wir nicht brauchen. Wickle, verkaufen. Technik. Eine Ballen, der da liegt. Warte okay. Mal, noch verkauf. Nochmal. Zu spät. Okay. Was hätte ich nur verkaufen sollen? Den Ballen nochmal, aber ist egal. Na gut, nur der Ball wird sicher nicht ausgehen, oder? Aber vielleicht ist nicht die. Anhänger verkaufen müssen. Aber du sagst 1500 oder so? Mach mal. Mit 75.000 müssen wir zusammenkriegen. Wo ist denn der Ball? Vorne nach dem. Beim grauen Feld. Beim. Grauen Feld? Also bei dem Batzen dort. Bei dem braunen. Wo liegt da ein Ball? Da geradeaus noch. Nicht in Richtung längeres Feld. Es gibt gar kein Feld hier. Längeres Feld. Längeres Feld. Oder ist das nur ein Glitch? Ich sehe hier wirklich einen Ballen. Kann ich ihn lotsen? Ich habe da ein Foto geschickt gerade. Ich sehe hier nichts. Oder ist das ein Glitch bei mir? Ich sehe hier nichts, also. Okay, dann gibt's wahrscheinlich nichts. Dann ist das ein Glitch. Ich hoffe, das geht sich jetzt aus, wenn ich da noch abmähe und Wertverlust ist. Also, Schwader. Mit so viel Wertverlust wird das jetzt nicht hoffentlich sein. Ich meine, wir brauchen jetzt noch 12.000. Schwader hat 13.800. Mhm. Ich hoffe nicht, dass er 1.800 abbaut. So, dann gehe ich schnell auf die Toilette und komme gleich wieder.